Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute seid ihr dabei auf einem langen Roadtrip mit dem XPeng G6. Wir fahren nämlich heute nach Paris. Ja, vielleicht habt ihr meinen Gigatest gesehen vom XPeng G6. Da habe ich das ja schon so ein bisschen gespoilert. Heute ist es soweit. Luca und ich, wir fahren nach Paris. Luca kennt ihr vielleicht noch von meinen Videos. Luca ist mein Sohn. Er wird während dieser Tour ein bisschen Kameramann spielen, denn wir fahren nicht nur aus Vergnügen nach Paris, sondern wir fahren zur Paris Motor Show oder auch Pariser Autosalon. Der findet morgen statt. Morgen ist Montag, heute ist Sonntag. Wir haben es jetzt gerade mal 7.40 Uhr. Es wird so langsam hell. Wir sind schon vor 40 Minuten losgefahren, also Punkt 7 Uhr. Wir sind auf Einladung von XPeng da, gucken uns natürlich den XPeng Stand an, aber auch eben alle anderen Autos, die dort stehen. Bin ich mega gespannt drauf. Und ich bin echt gespannt, wie sich der G6 hier schlägt auf einer richtigen Langstrecke, wie der Verbrauch am Ende ist, wie oft wir laden müssen und vor allem, wie lange es dauert. Ja, das wird mega spannend. Wir melden uns dann, wenn es irgendwas Spannendes gibt, wahrscheinlich beim ersten Ladestopp. Der ist dann so nach rund 300 Kilometern. Wir sind dann bei Ionity und schließen uns an. Da seid ihr natürlich dabei, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Wir haben 812 oder 813 Kilometer vor uns bis Paris. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den ersten Ladestopp jetzt in 200 Kilometern. Da laden wir bei Ionity und insgesamt haben wir nur 2 Stops bis Paris, zumindest laut automatischer Ladeplanung. Und die automatische Ladeplanung sagt, dass wir auch auf der ganzen Strecke von 800 Kilometern insgesamt nur rund 25 Minuten laden müssen. Also insgesamt, ja. Also nicht pro Stopp, sondern insgesamt. Das muss man sich jetzt mal reinziehen. Ob das jetzt wirklich stimmt, das werden wir natürlich heute rausfinden. Wir haben es leider sehr kühl, 7 Grad. Und wir haben strammen Gegenwind, also wirklich stramm. Und da ist der Verbrauch jetzt doch relativ hoch. Wir liegen bei 27 Grad. Fahre auch oft 135. Bisschen schneller als bei meinem Gigatest noch. Und die Straße ist nass. Es hat auch ab und zu ein bisschen geregnet. Natürlich, wie könnte das auch anders sein. Aber ich hoffe, dass sich das noch gibt und dass es ein bisschen besseres Wetter wird, wenn wir dann irgendwann mehr Richtung Süden kommen. Weil von Bremen aus gesehen liegt ja Paris im Süden. Naja, so ein bisschen zumindest. Gut, wir haben aber ein bisschen vor uns. Also knapp 8-9 Stunden Fahrt werden das mit Sicherheit sein. Ich hoffe, wir haben keinen Stau. Ja, also beim nächsten Ladestopp bei Ionity, da melden wir uns dann wieder. Es sei denn, es gibt vorher was Interessantes. Also bis gleich. Leute, wir sind mit 11% hier in Remscheid angekommen bei Ionity und jetzt geht es langsam hoch. 220 kW haben wir schon, steigt noch ein bisschen und ja, laut dem Navi sollen wir hier eigentlich nur keine 20 Minuten stehen, ne? Noch nicht mal irgendwie 15 Minuten. Aber ich glaube, das Navi ist ein bisschen sehr optimistisch und ich schätze, mit 2 Ladestopps nach Paris werden wir nicht auskommen. Wir werden bestimmt 3 brauchen. Und die 22 Minuten Laden für die gesamte Strecke werden wir wohl auch nicht schaffen. Ich denke auch mal, dass es eher das Doppelte wird. Also bis zu einer Stunde, schätze ich, wird man dann am Ende an der Ladesäule stehen. Das ist so mein Tipp. Also mal sehen, ob ich recht habe. So, jetzt trinken wir noch einen Schluck Kaffee. Und nach 3 Stunden Fahrt, glaube ich, dann muss ich auch mal auf Toilette. Bei mir bestimmt ja oft eben die Blase, die Ladepause und nicht der Akku. So, wir laden doch recht zügig, aber eben nicht mit 280 kW. Wir sind jetzt bei 180 kW. Das Blöde ist halt, er will jetzt immer noch, dass wir das nächste Mal laden in Frankreich. Und zwar bei einem Total Energies Lader.
Die haben sogar 475 kW. Wow, nicht schlecht. Ich würde jetzt gerne früher einen Halt dazu buchen. Das muss ich jetzt von Hand machen, ne? Und das zeige ich euch mal eben, wie das geht. Da habe ich hier so eine Lupe, ne? Klicke ich drauf. Und dann habe ich hier so ein Symbol, so ein Blitz, da klicke ich auch drauf. Dann rechnet er ein bisschen. Also hier stehen wir gerade, ist Ionity, Remscheid an der Eschbach-Talsperre. Hier war ich übrigens schon mal mit dem Porsche Taycan. So, jetzt hast du hier eine Liste von Ladestationen entlang der Route. Wirklich gut, ja, also über 100 kW. Jetzt sind wir schon in 102 Kilometer Entfernung. Ich will aber noch weiter. Entschuldigung, noch weiter. Da muss man da drauf drücken. Sucht er die nächsten. So, keine Ahnung, irgendwie in 250 Kilometer. Was haben wir denn da? Power Dot Charge Point. Lidl France. Hm. Das klingt ja nicht so, als möchte man da laden. Tesla Supercharger, 280 Kilometer. Das könnte man noch machen, ne? Den planen wir mal ein. Route wird erzeugt. So, der Supercharger. Ach, der ist da. Das ist ja kurz vor dem anderen Lader. Ja, 280 Kilometer. Und dann sind das bis dahin nochmal 20, 30, ne? Dann vielleicht doch ein bisschen zu früh. Aber das sehen wir dann. Wir haben ja im Prinzip dann genug Alternativen auf der Route. Also wenn wir jetzt hier nochmal suchen, da seht ihr ja, dass hier auf der Strecke, da tauchen noch einige auf hier. Ne? Und wenn man jetzt weiter sucht, ist ja einiges los an Ladestationen. Da könnt ihr euch anschauen. Also ist eigentlich wirklich viel, ne, unterwegs. Vielleicht könnte man den Total Energies nehmen. Oder hier den Ionity, den nehmen wir doch. Zack. Biegen Sie rechts ab in Richtung Talsperre. Da ist der Nummer 3, hier dann der Ionity. Biegen Sie rechts ab. Der ist in 263 Kilometer Entfernung. Also ihr seht, so geht das manuelle Einplanen von Ladestationen hier eigentlich ziemlich komfortabel. Ich würde mir nur wünschen, dass die interne Ladeplanung das irgendwie richtig macht gleich, ne, von Anfang an. Aber ich meine, so geht es natürlich auch, aber so ein Anfänger ist da vielleicht ein bisschen überfordert. Aber ganz ehrlich, ein paar Mal Langstrecke fahren und dann hat man sich auch dran gewöhnt und weiß ja auch, wie es geht. So, wir sind wieder auf dem Weg. Wir haben 26 Minuten tatsächlich geladen. Nicht 13, also doppelt so lange. Ladeleistung war auch nicht spitzenmäßig, also sie war sehr lange über 200 kW, aber ging dann unter 200 kW, blieb es aber doch relativ konstant. Aber immerhin von 11 auf 86% in 26 Minuten. Kannst du eigentlich nicht meckern, trotzdem. Und jetzt gehen wir auf die zweite Etappe. Wir haben jetzt wieder einen Ionity eingeplant. Der ist allerdings in, was war das, 260 oder so Kilometer Entfernung. Und die Reichweite, die wir jetzt haben, sind 288 Kilometer laut dieser dynamischen Reichweitenanzeige bei 86%. Mal sehen, ob wir es bis dahin schaffen. Sonst müssen wir halt noch mal früher raus. Aber ich bin da ganz optimistisch, weil das ist in Belgien und da darf man, glaube ich, nur 110 fahren, glaube ich. Oder waren es 120? Auf jeden Fall langsam. Ja Leute, so muss das. Hier stehen die Ladepreise direkt an der Ladesäule in so einem Display. So, wir sind jetzt schon in Frankreich. Wir sind insgesamt gefahren 595 Kilometer jetzt, weil die letzte Etappe, die war wirklich 300 Kilometer lang. Wir sind bei 9% hier angekommen und mit 86% ja in Remscheid gestartet. Das heißt, wir haben 77% Akkuverfahren, 300 Kilometer weit gekommen. Ja, so ist das, wenn man nicht so schnell fährt, weil maximal Tempo 125 in Belgien. Und wir waren auch im Trockenen unterwegs und es war ein bisschen wärmer, also 11 Grad statt 7. Ne? Und sowas macht es halt irgendwie aus, vor allem eben auch ein bisschen langsamer fahren. Schon kommt man deutlich weiter. Ja, und jetzt in Frankreich laden wir hier bei Total Energies. Das ist so eine schöne große Tankstelle mit ganz viel Alpitronics. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, also 8 Anschlüsse mit 300 kW.
Und jetzt hat er sich auch kurzfristig 260 kW gezogen. Jetzt sind wir gerade bei 240 kW. Aber so kann man doch arbeiten. Und dann letzte Etappe nach Paris. Wir haben jetzt noch 220 Kilometer vor uns. Das könnten wir jetzt durchfahren. Also das wäre jetzt der letzte Ladestopp, nämlich der zweite. Aber ich will in Paris ein bisschen Reserve haben. Also eigentlich so 40-50%, damit ich morgen und auch übermorgen noch so ein bisschen fahren kann. Und wenn wir übermorgen nach Hause fahren, will ich nicht sofort wieder laden müssen. Deswegen werde ich wahrscheinlich vor Paris noch einen Ladestopp einlegen, wo wir dann noch mal ein bisschen vollballern hier, damit wir da eben quasi eine Bequemlichkeitsreserve haben. Okay, ja, wir stehen 20 Minuten, dann geht's weiter. Also völlig easy hier. Die Ladeplanung im G6, die macht mich so ein bisschen wahnsinnig, weil ab und zu verliert sie irgendwie den Lader und sagt dann plötzlich, der nächste Lader ist zu weit weg, obwohl ich einen in 20 Kilometer Entfernung habe. Und jetzt dann plant sie plötzlich hier einen Lader in 100 Kilometer Entfernung ein und löscht den irgendwie raus. Irgendwie komisch, aber gut. Ja, Software. So, wir sind jetzt gleich in Paris. Wir haben geschafft in Kilometern 782. Wir haben irgendwie noch 20 Kilometer bis zu unserem Hotel. Allerdings brauchen wir, 40 Kilometer sind's. Allerdings brauchen wir dafür über eine Stunde, weil wir uns jetzt in den Pariser Stau quälen müssen. Wir fahren so ein bisschen einmal den inneren Ring rum. Und wir laden jetzt hier wieder bei Total Energies. Sind mit, was haben wir denn gehabt? 10% angekommen, glaube ich. Ja, das Problem ist, es ist zwar alles ziemlich geil hier, immer schöne Alpitronics, alles überdacht hier, wirklich klasse an diesen Totaltankstellen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier wieder losfahren, dann fahren wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Und ich zeige euch das mal eben kurz, wo wir lang müssen gleich. Es ist wirklich ein Abenteuer. Also hier stehen wir jetzt, ne? Eigentlich sind wir von hier gekommen und müssen hier auch wieder hin. Und jetzt müssen wir hier einmal hier lang, da lang, da lang, da lang, dann hier irgendwie drehen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ne, da müssen wir nicht drehen. Das ist irgendwie so ein Zwischenziel. Und dann hier wieder rum, um dann da Richtung Paris zu fahren. Ja, so. Und da ist unser Quartier, da müssen wir hin. Und hier sind die ersten Staus. Okay, aber das dauert jetzt irgendwie über eine Stunde. Aber ein bisschen lade ich jetzt noch, damit ich dann in Paris, wie gesagt, Puffer habe. Also dieser Platz jetzt hier, muss ich sagen, ist zwar eigentlich von der Location her gut, aber vom Design dieses Parkplatzes suboptimal. Aber das ist wirklich die ganz große Ausnahme. Die anderen Ladeplätze, gerade entlang der Autobahn in Frankreich, also da kann sich Deutschland echt eine Scheibe von abschneiden. Vor allem jeder Rastplatz hat mehr oder weniger 2 bis 6 Alpitronics oder andere Ladestationen, alles überdacht. Also nur vom Feinsten. So, Schwitzomat, Leute, wir haben uns durch den Stadtverkehr von Paris gekämpft und jetzt ist es 17.10 Uhr, das heißt, wir sind genau 10 Stunden und 10 Minuten unterwegs, wobei die letzte, ja, anderthalb Stunde haben wir uns im Prinzip durch den Pariser Stadtverkehr gequält. War aber wirklich super, wir sind am Arc de Triomphe vorbeigekommen, Sacré-Cœur haben wir gesehen, wir haben den Eiffelturm kurz gesehen, richtig klasse. Jetzt stehen wir hier vor unserem Hotel, The Drawing House, und müssen erstmal einchecken.
Ja, ich hoffe, wir können hier kurz stehen bleiben, weil hier gibt es zum Glück irgendwie ein Parkhaus, eine Parkgarage, wo wir reinfahren können. Aber das Einchecken dauert sicherlich auch 10 bis 20 Minuten. Hoffen wir mal, dass wir hier so lange nicht abgeschleppt werden. Drückt uns die Daumen. Übrigens, hier noch ein kleiner Tipp für eure TRG-Quote. Kennt ihr Carbonify? Extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen und direkt aus der E-Community. Carbonify hat für die TRG-Quote ein klares Prämienmodell, was für euch mit 3 verschiedenen Stufen eine garantierte Auszahlung bedeutet. Die Expressprämie steht für eine schnelle Überweisung in wenigen Tagen. Das habe ich zum Beispiel für mein Auto gemacht und innerhalb von einer Woche, da war das Geld auf meinem Konto. Classic bedeutet eine Auszahlung nach der Zertifizierung, also mit etwas Wartezeit. Und dann gibt es noch Bonus mit längerer Wartezeit. Dafür holt ihr da das Maximum raus. Den Mindestbetrag bekommt ihr aber garantiert und dann kann es eigentlich nur noch mehr werden. Schaut euch doch mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt, TRG-Quote mache ich über Carbonify. Ja, herzlich willkommen Leute, hier vom Pariser Autosalon 2024. Und heute ist Eröffnungstag, heute wird sogar Emmanuel Macron hier erscheinen. Bin mal gespannt, ob wir ihn zu sehen kriegen. Es ist aber ein bisschen kleiner als üblich, also es sind nicht alle Hersteller vertreten, die es so gibt. Hauptsächlich natürlich schwerpunktmäßig viele asiatische Hersteller. Aber natürlich auch die französischen Renault, Stellantis und VW ist dabei mit Audi, mit Skoda und eben VW selbst. Aber Mercedes zum Beispiel kommt nicht. BMW ist vertreten und wir schauen uns gemeinsam natürlich mal die ganzen Autos an. Wie das hier von THK, sieht ja mega gut aus. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Leute, ich bin jetzt hier irgendwie auf dem Stand von Skyworth. Nie was von gehört. Chinesische Marke und sie haben ja den Skyworth Y. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So ein Y gibt es ja schon beim anderen Hersteller. Aber schaut euch mal diesen Wagen an. Also rollendes Wohnzimmer mit Kino. Also hinten BMW i7, ja, quasi mit diesem riesen Display. Und in der Monitorlandschaft. Der Wagen besteht eigentlich nur aus Sitzen und Monitoren. Ey Leute, ich bin ja total überrascht. Tesla ist auch hier. Cybertruck, Model S, Model 3. Model Y, Model X, alles da, was Tesla zu bieten hat. So Leute, jetzt sind wir hier beim Stand von XPeng und jetzt weiß ich auch, was XPeng noch so vorhat. Ne? Schaut mal da oben, ein Flugauto. Ja, darauf haben wir doch alle gewartet und natürlich fährt es oder fliegt es elektrisch. Und dann ging sie los, die große XPeng-Pressekonferenz mit dem Thema AI Mobility, also Mobilität mit künstlicher Intelligenz gepaart. Und der CEO von XPeng, He Xiaopeng persönlich, enthüllte dann den XPeng P7 Plus für die Presse. Ein Auto, was in China auch neue Maßstäbe setzen soll, aber eben auch weltweit erscheinen soll. Also wir dürfen gespannt sein, was XPeng alles noch so auf die Beine stellt. Jedenfalls haben sie sehr viel von Tesla übernommen, zum Beispiel auch eine riesen Gigapresse, mit der sie eben die Chassis teilweise pressen, um so auch die Produktionskosten niedrig zu halten, was sich dann auch entsprechend in niedrigen Verkaufspreisen niederschlagen soll. Hier noch ein paar Highlights der Messe für euch, ganz kurz zusammengeschnitten, denn die Langversion gibt es ja nochmal extra als eigenes Video auf meinem Kanal.
Dann war es soweit, der gesamte Vorstand inklusive CEO von Renault wartete auf den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der dann irgendwann auch kam und sich den großen Stand von Renault und natürlich auch von Alpine anschaute. Und ja, da war schon einiges los, muss man sagen. So, das war unser Tag hier beim Pariser Autosalon und ihr habt ja gesehen, was hier los ist an Automodellen und große, kleine, dicke, dünne, also luxuriöse und auch ein bisschen günstigere. Also wenn die jetzt hier alle auf die Straße kommen, also so gut wie alle elektrisch, ja, da wird es richtig spannend und die europäischen Hersteller geben hier auch ein bisschen Gas, zumindest einige. Da kann man gespannt sein, welches Auto sich jetzt hier gut verkauft und welches nicht. Aber die Chinesen, ich muss echt sagen hier, die haben mich wirklich beeindruckt, was die hier alles hingestellt haben. Gut, nicht jedes Auto wird davon in Europa erscheinen, aber viele davon. Ja, ich würde sagen, die Zukunft wird spannend und vor allem, sie wird elektrisch. So, jetzt werden wir gleich noch ein bisschen durch Paris schlendern, denn wir haben hier noch einen halben Tag Zeit. Und natürlich gehen wir noch ein bisschen auf den Eiffelturm und morgen fahren wir dann zurück, natürlich wieder mit dem XPeng G6. Das werden wieder 800 sehr entspannte Kilometer. Und dann muss ich den Wagen leider schon wieder abgeben. Bin so ein bisschen traurig, denn das ist wirklich ein klasse Auto. Und was XPeng hier auf der Pressekonferenz gezeigt hat, war auch extrem spannend für die Zukunft. Man darf gespannt sein, was den Weg hier nach Europa findet. Ja, ihr seid natürlich noch ein bisschen mit dabei. Ich nehme mich noch ein bisschen mit und natürlich auf den Eiffelturm rauf. Also bis gleich. Leute, wir sind oben, naja, fast oben, auf halber Strecke. Aber es ist gute Aussicht von hier oben. So, Leute, jetzt haben wir es kurz nach 16 Uhr, 16.11 Uhr, um genau zu sein. Und jetzt haben wir noch 817 Kilometer vor uns. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Bremen. Es war ein wahnsinnig interessanter, toller Tag, leider sehr anstrengend. Wir sind ja im Prinzip fast 5 Stunden hier nur durch Paris gelatscht, eine Sehenswürdigkeit nach der anderen gesehen. Also wir waren, wo waren wir denn? Wir waren am Louvre, wir waren auf dem Eiffelturm. Wir waren beim Place de l'Obélisque, wir waren beim Arc de Triomphe, Champs-Élysées runtergelaufen, wir waren im Pariser Apple Store, sehr interessant. Und ja, wo auch immer noch. Also es war total klasse. Aber jetzt müssen wir wieder nach Hause, leider. Ich würde ja noch gerne eine Woche in Paris bleiben, aber so viel Urlaub habe ich nicht. So, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen durch den Stadtverkehr kämpfen. Also auf der Hinfahrt hat das 1,5 Stunden gedauert, bis wir wieder auf einer Autobahn waren. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, wo wir wieder aus der Stadt rausfahren. Also jetzt sehe ich schon vor mir wieder ziemlich viel Verkehr. Naja, es wird spannend. Also wir melden uns eigentlich nur kurz mal wieder, wenn wir das nächste Mal laden. Wir haben jetzt noch 71% im Akku. 340 Kilometer wird mir angezeigt als Reichweite. Wird natürlich nicht ganz stimmen. Aber ich schätze mal so 200 Kilometer und dann laden wir das erste Mal. Und dann melden wir uns nochmal, weil dann wird es nämlich auch bald dunkel und dann ist das Licht sowieso schlecht. Also bis gleich.
Leute, jetzt haben wir es kurz nach 7. Die Sonne ist schon untergegangen, das Licht wird immer schlechter. Und bevor wir jetzt hier oder bevor ihr jetzt hier gar nichts mehr seht von uns, wollte ich mich noch kurz verabschieden. Wir sind jetzt 235 Kilometer gefahren von Paris, haben noch 14% im Akku. In 20 Kilometern fahren wir zum Laden raus. Da sind wir in Belgien jetzt schon. Und wir haben gerade einen Durchschnittsverbrauch von 20,4 Kilowattstunden. Also deutlich weniger als auf der Hinfahrt, weil wir jetzt auch diesen Gegenwind nicht mehr haben. Und es ist deutlich wärmer. Wir haben es immer noch 17 Grad, also sehr angenehm. Ja, der XPeng G6, fantastisches Auto, super reisetauglich, Langstrecke, gar kein Problem. Wir laden jetzt, wie gesagt, einmal hier in Belgien kurz. Wir haben noch 580 Kilometer vor uns. Und dann sind wir irgendwann in 5 Stunden 40 wieder zu Hause. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mir gerne ein Abo da. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao.